Ethik der Psychohygiene. Beginnen wir mit einigen Definitionen. In Webster's Third New International Dictionary ist Ethik die Disziplin, die sich mit dem befasst, was gut und schlecht oder richtig und falsch ist, oder mit moralischer Pflicht und Schuldigkeit. Sie ist auch eine Gruppe von Moralgrundsätzen oder ein Wertkomplex, sowie Verhaltensprinzipien, die den Einzelnen oder eine Berufsgruppe leiten, Verhaltensnormen. Damit ist Ethik eine entschieden menschliche Angelegenheit. Es gibt ethische Verhaltensprinzipien, nach denen sich Individuen und Gruppen richten, aber in dem Sinne keine für Tiere, Maschinen oder Sterne. Ethisches Verhalten kennt nur der Mensch, nicht das Tier, und Maschinen wiederum funktionieren und Sterne bewegen sich. Dürfen wir dann nicht sagen, dass jedes menschliche Verhalten, das einer getroffenen oder potenziellen Entscheidung und nicht nur einem Reflex entspringt, ipso facto moralisches Verhalten ist? In allen solchen Verhaltensfragen spielen Überlegungen wie gut und böse, richtig und falsch eine Rolle. Logisch gedacht gehört ihr Studium in den Bereich der Ethik. Der Ethiker ist der Verhaltenskundler schlechthin. Wenn wir Definitionen und Praxis der Psychiatrie untersuchen, stellen wir allerdings fest, dass sie in vieler Hinsicht eine verdeckte Neubestimmung des Wesens und des Bereichs der Ethik ist. Nach dem Webster ist die Psychiatrie ein Zweig der Medizin, der sich mit der Wissenschaft und Praxis der Behandlung, speziell der aus endogenen Ursachen entstehenden oder aus mangelhaften interpersonellen Beziehungen resultierenden Geistes-, Gefühls- und Verhaltensstörungen befasst. Des Weiteren ist sie eine Abhandlung oder ein Text über eine Theorie, Ätiologie, Erkenntnis, Behandlung oder Verhütung von Geistes-, Gefühls- oder Verhaltensstörungen oder die Anwendung psychiatrischer Grundsätze auf jeden Tätigkeitsbereich des Menschen. Sozialpsychiatrie. Drittens ist sie die psychiatrische Versorgung in einem allgemeinen Krankenhaus. Mit diesen Patienten sollte sich die Psychiatrie befassen. Angeblich besteht das Ziel der Psychiatrie im Studium und in der Behandlung geistig-seelischer Störungen. Aber was sind geistig-seelische Störungen? An die Existenz einer Geisteskrankheiten genannten Klasse von Phänomenen zu glauben, statt die Bedingungen zu ergründen, unter denen manche Menschen andere als geisteskrank abstempeln können, ist der entscheidende Schritt zur bereitwilligen Übernahme der Psychohygiene-Ethik. Wenn wir die Lexikon-Definition dieser Disziplin ernst nehmen, hat sich das Studium weiter Bereiche des menschlichen Verhaltens fast unmerklich von der Ethik auf die Psychiatrie verlagert. Denn während sich der Ethiker vermeintlich nur mit normalen, in Klammern moralischem Verhalten und der Psychiater nur mit abnormen, in Klammern emotional gestörtem Verhalten beschäftigt, ruht die Unterscheidung zwischen den beiden auf ethischem Fundament. Anders formuliert, mit der Behauptung, jemand sei geisteskrank, wird über den Betreffenden zugleich ein moralisches Urteil gefällt. Darüber hinaus machen die sozialen Folgen eines solchen Urteils den geisteskranken Patienten und diejenigen, die ihn als einen solchen behandeln, zu Akteuren einer Art spätmittelalterlicher, wenngleich in einem medizinisch-psychiatrischen Jargon aufgeführter Moralität. Nachdem der Psychiater geistesgestörtes Verhalten aus dem Fachbereich des Ethikers herausgelöst hat, musste er seine Neueinteilung rechtfertigen. Das tat er, indem er die Beschaffenheit
oder das Wesen des von ihm untersuchten Verhaltens umdefinierte. Während sich der Ethiker mit moralischem Verhalten befasst, widmet sich der Psychiater dem biologischen oder mechanischen Verhalten. Nach dem Webster ist das Anliegen des Psychiaters, das aus endogenen Ursachen entstehende oder aus mangelhaften interpersonellen Beziehungen resultierende Verhalten. Wir sollten unser Augenmerk hier vor allem auf die Begriffe Ursachen und Resultieren richten. Mit diesen Worten wird der Übergang von der Ethik zur Psychologie und von dort zur Medizin und Psychiatrie in Sicherheit vollzogen. Sinn hat Ethik nur in einem Kontext über sich selbst bestimmender Individuen oder Gruppen, die ihre Entscheidungen mehr oder weniger frei und ohne Zwang treffen. Von Verhalten, das aus solchen Entscheidungen resultiert, sagt man, dass es Gründe und Sinngehalte hat, aber keine Ursachen. Das ist die wohlbekannte Polarität zwischen Determinismus und Voluntarismus, Kausalität und freiem Willen, Naturwissenschaft und Morallehre. Mit einer Psychiatriedefinition wie der oben beschriebenen wird nicht nur eine Neuaufteilung von Universitätslehrfächern in die Wege geleitet, sondern auch einer bestimmten Auffassung vom Wesen einiger menschlicher Verhaltensformen und vom Menschen allgemein Vorschub geleistet. Indem man menschliches Verhalten endogenen Ursachen zuschreibt, ordnet man es als Geschehnis, nicht als ein Handeln ein. Diabetes mellitus ist eine Krankheit, hervorgerufen von einem endogenen Mangel an Enzymen zum Umsatz von Kohlehydraten. In diesem Bezugsrahmen muss die endogene Ursache einer Depression entweder ein Fehler im Stoffwechsel oder ein Defekt in den interpersonellen Beziehungen, das heißt ein antezedentes historisches Ereignis, sein. Zukünftige Ereignisse oder Erwartungen werden als mögliche Ursachen einer gedrückten Stimmung ausgeschlossen. Aber ist das vernünftig? Denken wir an den Millionär, der sich durch geschäftliche Rückschläge finanziell ruiniert sieht. Wie sollen wir seine Depression, wenn wir sein Gefühl der Mutlosigkeit so nennen wollen, erklären? Indem wir sie als Resultat der erwähnten Ereignisse und vielleicht noch anderer Ereignisse in seiner Kindheit betrachten? Oder als Ausdruck seiner Sicht des eigenen Ichs und dessen, was er jetzt und fortan in der Welt noch vermag? Sich für die erstgenannte Erklärung entscheiden heißt, ethisches Verhalten zu einer psychiatrischen Krankheit umzudefinieren. Die Heilkünste, namentlich die Medizin, die Religion und die Psychiatrie, wirken innerhalb, nicht außerhalb der Gesellschaft und sind tatsächlich ein wichtiger Teil von ihr. Daher kann es nicht überraschen, dass diese Institutionen die moralischen Hauptwerte der Gemeinschaft widerspiegeln und propagieren. Zudem wurde früher und wird noch heute die eine oder andere dieser Einrichtungen dazu benutzt, bestimmte Werte zu vertreten und andere abzulehnen, um dadurch die Gesellschaft zu formen. Welche Rolle spielt nun die Psychiatrie beim Ausbau eines verdeckten Ethiksystems in der gegenwärtigen Gesellschaft? Welche moralischen Werte befürwortet sie und drängt sie der Gesellschaft auf? Ich werde darauf zu antworten versuchen, indem ich einige repräsentative psychiatrische Werke auf ihren Standpunkt hin prüfe und das Wesen der Psychohygieneethik darlege. Und ich denke aufzuzeigen, dass in diesem Dialog zwischen den beiden großen Ideologien unserer Tage, dem Individualismus und dem Kollektivismus, die Psychohygieneethik sich eindeutig auf die Seite des Kollektivismus schlägt.
Die Menschen ersehnen die Freiheit und fürchten sie. Karl R. Popper spricht von den Feinden der offenen Gesellschaft und Erich Fromm von denen, die die Freiheit fliehen. In ihrem Streben nach persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung möchten die Menschen als Individuum für sich stehen, aber in ihrer Angst vor Einsamkeit und Verantwortung sich auch mit ihren Mitmenschen als Gruppenmitglieder zusammenzutun. Theoretisch sind Individualismus und Kollektivismus antagonistische Prinzipien, denn ersterem gelten persönliche Autonomie und Freiheit des Einzelnen, letzterem Gruppensolidarität und kollektive Sicherheit als übergeordnete Werte. In der Praxis ist der Antagonismus nur ein Teilweiser. Der Mensch muss beides sein, Individuum für sich allein und mit seinen Mitmenschen Teil der Gruppe. Thoreau in Waldenpont und der Mann im grauen Flanell in seiner bürokratischen Organisation sind zwei Enden eines Spektrums. Die meisten Menschen suchen zwischen diesen beiden Extremen einen mittleren Kurs zu steuern. So können wir Individualismus und Kollektivismus als die beiden Ufer eines reißenden Flusses veranschaulichen, zwischen denen wir als moralische Menschen zu navigieren haben. Der Vorsichtige, der Ängstliche und vielleicht der Weise werden sich in der Mitte halten und sich wie der Pragmatiker in der Politik, der sozialen Wirklichkeit anzupassen trachten, indem sie Individualismus wie Kollektivismus bejahen und verneinen. Obwohl ein ethisches System, das den Individualismus schätzt, im Allgemeinen einem kollektivistisch geprägten feindlich gegenübersteht und umkehrt, ist hier doch ein wichtiger Unterschied zu beachten. In einer individualistischen Gesellschaft werden die Menschen nicht mit Gewalt an freiwilligen Zusammenschlüssen gehindert und auch nicht dafür bestraft, dass sie in Gruppen Unterwürfigkeitsrollen spielen. Im Gegensatz dazu werden die Menschen in einer kollektivistischen Gesellschaft zu bestimmten organisierten Tätigkeiten gezwungen und für eine solitäre, unabhängige Lebensweise bestraft. Dieser Unterschied hat einen ganz simplen Grund. Als Sozialethik wird der Individualismus den Zwang abbauen und die Entwicklung einer pluralistischen Gesellschaft fördern, worin der Kollektivismus den Zwang als ein notwendiges Mittel zur Verwirklichung angestrebter Ziele betrachtet und die Entwicklung einer singularistischen Gesellschaft fördert. Für die kollektivistische Ethik mag uns die Sowjetunion als Beispiel dienen. Nehmen wir den Fall des jüdischen Dichters Josef Brodsky, der sich mit 24 Jahren in Leningrad wegen parasitischer Lebensweise vor Gericht verantworten musste. Die Anklage fußte auf einem sowjetischen Rechtsgedanken, der 1961 Gesetzkraft erlangte und die Verbannung von Stadtbewohnern in dem Falle gestattet, dass sie keine gesellschaftlich nützliche Arbeit verrichten. Brodsky wurde zweimal gehört, zunächst am 18. Februar und dann abermals am 13. März 1964. Das Transkript der Verhandlung gelangte auf Schleichwegen aus der Sowjetunion heraus und The New Leader veröffentlichte eine englische Übersetzung. Bei der ersten Anhörung erhob man gegen den Dichter die vage Beschuldigung, er sei ein Dichter und leiste keine produktive Arbeit mehr. Zum Schluss ordnete der Richter eine amtliche psychiatrische Untersuchung Brodskys an, in der festgestellt werden wird, ob Brodsky an einer psychologischen Krankheit leidet oder nicht und ob er aufgrund dieser Krankheit nicht zur Zwangsarbeit an einen entfernten Ort geschickt werden kann. In Anbetracht der Tatsache, dass Brodsky, wie aus seiner Krankengeschichte hervorgeht,
sich einer Hospitalisierung entzogen hat, wird hiermit angeordnet, dass die Milizabteilung Nummer 18 den Auftrag erhält, ihn zur amtlichen psychiatrischen Untersuchung vorzuführen. Dieser Standpunkt kennzeichnet die kollektivistische Ethik. Er lässt sich aber auch von dem der zeitgenössischen Institutionenpsychiatrie nicht unterscheiden. In beiden Systemen wird eine Person, die keinem etwas zuleide getan hat, sondern als abweichend von der Norm gilt, als geisteskrank definiert. Sie muss sich einer psychiatrischen Untersuchung stellen und weigert sie sich, so ist das gleich ein weiteres Zeichen ihrer abartigen Psyche. Brodsky wurde für schuldig befunden und zu 5 Jahren Zwangsarbeit an einen entlegenen Ort geschickt. Das Urteil war therapeutisch, indem es Brodsky persönliches Wohlergehen zu fördern suchte und diente zugleich der Bestrafung, indem es ihn für den der Allgemeinheit zugefügten Schaden büßen ließ. Auch dies ist eine klassische kollektivistische These. Was gut ist für die Gemeinschaft, ist gut für den Einzelnen. Da dem Individuum außerhalb der Gruppe keine Existenz zugebilligt wird, ist diese Gleichsetzung des Einzelnen mit den vielen nicht unlogisch. Ein anderer russischer Schriftsteller, Valery Tarsis, der in England ein Buch über die missliche Lage der Schriftsteller und Intellektuellen unter dem Chruschtschow-Regime publiziert hatte, wurde in einer Moskauer Heilanstalt eingewiesen. Es sei daran erinnert, dass man mit dem amerikanischen Dichter Ezra Pound in gleicher Weise umsprang. Man steckte ihn in eine Heilanstalt in Washington, D.C. Aus Tarsis autobiografischem Roman Ward 7 gewinnt man den Eindruck, dass die unfreiwillige Anstaltunterbringung in der Sowjetunion oft als Mittel zur Unterdrückung sozialer Abweichung angewandt wird. Der Feind des Sowjetstaates, daran gibt es wohl kaum einen Zweifel, ist nicht der kapitalistische Unternehmer, sondern der allein und abseits stehende Arbeiter. Nicht die Rockefeller sind's, sondern die Thoreaus. Der Religion des Kollektivismus gilt Individualismus als Ketzerei. Der Ausgestoßene par excellence ist derjenige, welcher kein Mitglied des Teams sein will. Ich möchte nun zeigen, dass die gegenwärtige Psychiatrie beispielhaft verkörpert in der sogenannten Community-Psychiatrie hauptsächlich auf die Schaffung einer kollektivistischen Gesellschaft abzielt, und zwar mit allen Konsequenzen für Wirtschaftspolitik, persönliche Freiheit und soziale Konformität. Wenn wir unter Community-Psychiatrie ein Psychohygienesystem verstehen, das von der Allgemeinheit mit öffentlichen Geldern, nicht vom Einzelnen oder von freiwilligen Gruppen aus Privatmitteln finanziert wird, dann ist diese kommunale Psychiatrie so alt wie die Psychiatrie. Auch in den meisten anderen Ländern begann die Psychiatrie als Gemeinschaftsunternehmen und hat diese Rolle nie abgelegt. So neu der Terminus Community-Psychiatrie ist, viele Psychiater geben unumwunden zu, dass er der Psychiatrie nur als ein weiteres Schlagwort in ihrem hartnäckigen Kampf um die Gunst der breiten Öffentlichkeit dient. Auf der 4. Jahresversammlung der Association of Medical Superintendents of Mental Hospitals lautet das Hauptthema Community Psychiatrie, was sie ist und was sie nicht ist. Was ist Community Psychiatrie, fragte der Direktor eines staatlichen Krankenhauses im amerikanischen Osten. Diesen Sommer habe ich 2 europäische Kongresse besucht und weiß noch immer nicht, was der Begriff eigentlich bedeutet. Wenn die Leute darüber reden, ist nur selten klar, um was es geht. Für einen Psychiater in einem US-Staat des Mittleren Westens bedeutet sie, dass wir im Rahmen der bestehenden medizinischen und psychiatrischen Einrichtungen zusammenarbeiten.
Diese Auffassung unterstützte ein Psychiater an einem staatlichen Krankenhaus im Osten der USA mit der Feststellung: In Pennsylvania versorgen die staatlichen Krankenhäuser jetzt schon ihre Standortkommunen. Community-Psychiatrie praktizieren sie bereits seit einiger Zeit. Das ist der Weg des Fortschritts in der Psychiatrie. Besonders störte mich nun an diesem Bericht, dass viele Teilnehmer zwar nicht genau wussten, was Community-Psychiatrie ist oder sein mag, und doch alle ihre feste Entschlossenheit erklärten, dabei eine Hauptrolle spielen zu wollen, sagte ein an einem staatlichen Krankenhaus des Mittleren Westen tätiger Psychiater, was Community-Psychiatrie auch ist und was immer auch aus ihr werden mag, besser wir beteiligen uns daran. Wir müssen die Führung übernehmen, sonst sind wir bald vom Fenster weg. Wir sollten als kommunale Nervenkliniken fungieren. Wenn wir nur da sitzen und sagen, wir sind keine kommunalen Psychohygienezentren, werden uns sehr bald eine Menge Leute begreiflich machen, was wir zu tun haben. Dann rief der Präsident der Organisation der Medical Superintendents die Mitglieder auf, eine führende Rolle zu übernehmen. Denn darin war man sich einig. Wenn wir uns nicht beteiligen und keine tonangebende Rolle übernehmen, wird man uns ganz nach unten abschieben. Das sagte warnend ein Psychiater, der an einem staatlichen Krankenhaus im Mittleren Westen arbeitete. Wenn das Community-Psychiatrie ist, was bringt sie dann Neues? Warum wird sie so gepriesen und empfohlen, als handle es sich um einen nagelneuen Fortschritt der Medizin, der die Behandlung von Geisteskranken zu revolutionieren verspricht? Beantworten könnte man diese Frage nur in einer historischen Untersuchung unseres Themas, auf die ich mich hier nicht einlassen möchte. Uns genüge ein Blick auf jene Kräfte, die die Community-Psychiatrie als eine eigene Bewegung oder Fachrichtung ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um zwei Arten von Kräften, nämlich um politische und um psychiatrische. Die Sozialpolitik des modernen, einmischungsfreudigen Liberalismus in diesem Lande erhielt unter der Präsidentschaft John F. Kennedys nachhaltige Unterstützung. Kennedys Botschaft an den Kongress betreff Geisteskrankheit und geistige Zurückgebliebenheit vom 5. Februar 1963 spiegelt diesen Geist wider. Obwohl die Pflege hospitalisierter Geisteskranker traditionell eine Sache des Wohlfahrtsstaates gewesen ist und den Einrichtungen der verschiedenen einzelstaatlichen Psychohygienebehörden sowie der Veterans Administration oblag, befürwortete Kennedy ein noch breiter gespanntes Programm auf der Basis öffentlicher Mittel. Er sagte: Ich schlage die Schaffung eines nationalen Psychohygieneprogramms vor, das dazu beitragen soll, der Pflege der Geisteskranken einen völlig neuen Akzent und Ansatz zu geben. Regierungsbehörden aller Ebenen, ob Bundes-, einzelstaatliche oder Kommunalverwaltungen, Privatstiftungen und der einzelne Bürger müssen ihre Verantwortung in diesem Bereich erkennen. Gerald Kaplan, dessen Buch Robert Felix die Bibel des Community-Psychohygienearbeiters nannte, pries diese Botschaft als die erste amtliche Verlautbarung zu diesem Thema von einem Regierungschef dieses oder eines anderen Landes. Von nun an, fuhr er fort, haben Vorbeugung, Behandlung und Resozialisierung im Zusammenhang mit Geisteskranken und geistig Zurückgebliebenen eine öffentliche Aufgabe zu sein und nicht ein Privatproblem, an dem Einzelne oder deren Familien unter Beziehung ihrer medizinischen Berater herumdoktoren müssen. Ohne genau zu definieren, was Community-Psychiatrie ist oder was sie kann oder tun will, wird die Sache bloß deshalb für gut erklärt, weil sie ein Gemeinschaftsunternehmen unter Mitwirkung von Kommunen und Staat ist und nicht eine persönliche Leistung einzelner und freiwilliger Zusammenschlüsse von Individuen.
Einerseits sagt man uns, die Durchsetzung der Psychohygiene auf kommunaler Basis sei ein komplexes Problem, das unbedingt der Staat eingreifen müsste. Andererseits heißt es wieder, der einzelne Bürger sei für ihren Erfolg verantwortlich. Die Community-Psychiatrie hat knapp das Reißbrettstadium hinter sich und ihr Wesen wie ihre Errungenschaften bestehen bislang in nichts als hochtrabenden Phrasen und utopischen Verheißungen. Klar ist vielleicht nur ihre Feindschaft gegen den Psychiater, der in der Privatpraxis den Einzelpatienten versorgt. Was er da tut, wird als ruchlos gebrandmarkt. Seine Rolle erinnert mehr als nur von fern an die Brotzkis des schmarotzenden Dichters in Leningrad. Michael Gormann zum Beispiel zitiert beifällig Henry Bronsins Reflexionen über die soziale Rolle des Psychiaters. Fraglos sind wir alle von der Rolle der Psychiatrie ununterbrochen gefordert. Interessant ist die Überlegung, was wir in Zukunft wohl sein werden. Nicht die Klischees und Strohmänner der alten AMA-Privatunternehmer. Ich habe die Ansichten einiger Apostel der Community-Psychiatrie wiedergegeben. Aber wie steht es um die Arbeit selbst? Ihr Hauptziel ist anscheinend, die Saat einer kollektivistischen Psychohygiene-Ethik als eine Art weltlicher Religion auszustreuen. Belegen werde ich diese Auffassung mit Zitaten aus Principles of Preventive Psychiatry, Gerald Kaplans wegweisendem Lehrbuch der Community-Psychiatrie. Kaplan beschreibt ein System bürokratisch verabfolgter Psychiatrie, in dem mehr und mehr Psychiater de facto immer weniger mit dem sogenannten Patienten arbeiten. In erster Linie soll der Community-Psychiater ein Psychohygieneberater sein, was bedeutet, dass er mit Menschen redet, die mit anderen Menschen reden, bis schließlich einer mit einem redet oder Kontakt hat, der als tatsächlich oder potenziell geisteskrank gilt. Dieses Schema funktioniert genau nach dem Parkinson'schen Gesetz. Der Fachmann oben an der Spitze der Pyramide ist so wichtig und so beschäftigt, dass er ein riesiges Heer von Untergebenen zu seiner Assistenz benötigt und seine Untergebenen brauchen wieder ein riesiges Heer von Untergebenen zweiter Ordnung und so fort. Für eine Gesellschaft, der als Folge von Automation und großem technologischem Fortschritt Massenarbeitslosigkeit droht, müsste die Aussicht auf eine vorbeugende Psychohygieneindustrie mit der Bereitschaft und der Kapazität zur Aufnahme gewaltiger Mengen von Arbeitskräften politisch verlockend sein. Sie ist es. Und nun wollen wir uns einmal näher mit der tatsächlichen Arbeit der Community-Psychiater befassen. Nach Kaplan hat die Community-Psychiatrie hauptsächlich die Aufgabe, die soziokulturelle Versorgung der Menschen quantitativ und qualitativ zu verbessern. Worin diese Versorgung besteht, bleibt unklar. So wird beispielsweise der Psychohygiene-Spezialist als jemand beschrieben, der durch das Angebot von Konsultationen an Gesetzgeber und Verwaltung und durch Zusammenarbeit mit anderen Bürgern das Ziel anstrebt, über eine Einflussnahme auf Regierungsbehörden die Änderung von Gesetzen und Vorschriften zu erreichen. Das ist für meine Begriffe die reinste Lobbyarbeit für die Psychohygiene-Bürokratie. Der Community-Psychiater hilft auch den Gesetzgebern und Wohlfahrtsbehörden bei der Verbesserung der moralischen Atmosphäre in Häusern und Wohnungen, wo uneheliche Kinder heranwachsen, und bei der Beeinflussung der ledigen Mütter zu dem Ende, dass sie heiraten und das Kind einen festen Vater bekommen. Kaplan erwähnt zwar das kommunalpsychiatrische Interesse an den Ehescheidungsfolgen für die Kinder, verliert aber kein Wort über die Beratungsarbeit mit Frauen, die mit präzisen Scheidungs-, Abtreibungs- oder Geburtenregelungswünschen kommen.
Ferner soll der Psychohygienefachmann die Lebensumstände seiner Zielgruppe in der Bevölkerung überprüfen und dann jene beeinflussen, die diese Umstände schaffen helfen, damit ihre Gesetze, Bestimmungen und politischen Linien in der angemessenen Richtung modifiziert werden. Kaplan betont, dass er beileibe keinem Psychiaterstaat das Wort reden wolle, da er wohl wisse, dass der Psychiater auf diese Weise zum Agenten oder Sprecher bestimmter politischer oder gesellschaftlicher Gruppen werden könnte. Er erledigt das Problem mit der Erklärung, jeder Psychiater müsse das selbst entscheiden und im Übrigen sei ein Buch nicht für solche gedacht, die besonderen Interessengruppen zu dienen wünschten, sondern wende sich an diejenigen, welche sich vor allem für die Verringerung seelischer Störungen in unseren Kommunen einsetzen. Aber es gibt zu, dass Psychiater, die ihr fachliches Können in den Dienst einer Organisation stellen, in der Praxis nicht so einfach von denen zu unterscheiden sind, die in der Organisation arbeiten, um die Ziele ihres Berufes durchzusetzen. Über die Rolle der beratenden Psychiater im Peace Corps zum Beispiel sagt er milde, ihr Erfolg entbehre nicht des Zusammenhangs mit der Tatsache, dass sie die Hauptziele dieser Organisation voll und ganz unterschreiben konnten und dass ihre Begeisterung von den führenden Persönlichkeiten rasch erfasst wurde. Über die rechtliche Rolle des Psychiaters in den medizinischen Krankenhäusern seiner Gemeinde, besonders im Hinblick auf seine Funktion an einer Well-Baby-Klinik anlässlich des Besuches einer Mutter mit einem gestörten Verhältnis zu ihrem Kind, schreibt Kaplan, wenn der Fachmann für Psychiatrie die Fachmediziner in den Kliniken davon überzeugen kann, dass seine Arbeit eine logische Ausweitung der traditionellen medizinischen Praxis ist, werden alle Beteiligten seine Rolle gutheißen, er selber eingeschlossen. Er braucht dann nur noch die technischen Einzelheiten auszuarbeiten. Genau das nun halte ich für die zentrale Frage. Ist die sogenannte Psychohygienearbeit eine logische Ausweitung der traditionellen, entweder prophylaktischen oder kurativen medizinischen Praxis? Meiner Meinung nach ist sie nicht deren logische, sondern rhetorische Ausweiterung. Mit anderen Worten, die Praxis der Psychohygiene-Erziehung und der Community-Psychiatrie ist keine medizinische Praxis, sondern moralische Beeinflussung und politische Nötigung. Wie ich zuvor ausführte, sind geistige Gesundheit und Geisteskrankheit nichts weiter als ein paar neue Worte zum Beschreiben moralischer Werte. Allgemeiner gesagt, die Semantik der Psychohygienebewegung ist nur ein neues Vokabular, mit dem eine bestimmte Art von Profanethik durchgeboxt werden soll. Diese Ansicht lässt sich auf mancherlei Weise abstützen. Hier möchte ich dazu aus der von Kenneth Soddy herausgegebenen Monographie Mental Health and Value Systems die Auffassung des Wissenschaftlichen Ausschusses der World Federation for Mental Health zitieren. Im ersten Kapitel erkennen die Autoren offen an, dass Psychohygiene mit Grundsätzen verknüpft ist, die auf der tonangebenden Religion oder Ideologie der betreffenden Kommunare basieren. Es folgt ein Überblick über die von verschiedenen Psychohygienearbeitern vorgeschlagenen Psychohygienekonzeptionen. So reagiert zum Beispiel in Soddys Sicht der gesunde Mensch auf das Leben unverkrampft, seine Ambitionen halten sich im Rahmen des praktischen Durchführbaren. Nach der Auffassung eines Kollegen, die er zitiert, erfordert Psychohygiene gute interpersonelle Beziehungen mit dem Selbst, mit anderen und mit Gott. Eine Definition, die alle Atheisten säuberlich als geisteskrank einstufte. Auch das lästige Problem des Zusammenhangs zwischen sozialer
Anpassung und Psychohygiene berühren die Autoren. Es gelingt ihnen aber bewundernswert, das Problem zu umgehen, das sie vorgeblich angehen. Psychohygiene und soziale Anpassung sind nicht dasselbe. Das lässt sich daran veranschaulichen, dass nur wenige Menschen glauben, eine Person, die infolge Verlassens des heimischen Herdes und Anschlusses an eine andere Gesellschaft zu einer besseren Anpassung gelangte, sei dadurch nun auch geistig-seelisch gesundet. Wie es früher der Fall war, wird Anpassung an die Gesellschaft noch heute in manchen Gesellschaftsformen tendenziell als ein Zeichen für geistig-seelische Gesundheit geschätzt und Mangel an Anpassung in einem noch stärkeren Maße als Zeichen für mangelnde geistig-seelische Gesundheit betrachtet. Es gibt Anlässe und Situationen, aus denen heraus Aufbegehren und Nonkonformismus unter psychohygienischen Gesichtspunkten viel wichtiger sein können als soziale Anpassung. Leider sagt man uns nicht, nach welchen Kriterien wir unter psychohygienischen Gesichtspunkten Situationen, denen wir uns anzupassen haben, von denjenigen unterscheiden sollen, gegen die wir uns besser auflehnten. Derlei scheinheiligen Unsinn gibt es da noch viel mehr. So erfahren wir, während sich über den Vorschlag, alle schlechten Menschen als geistig-seelisch nicht gesund zu betrachten, wahrscheinlich kein Einvernehmen erzielen lassen wird, wäre vielleicht eine Einigung darüber, dass von keinem schlechten Menschen gesagt werden kann, seine geistig-seelische Gesundheit habe das höchstmögliche Niveau erreicht, sowie darüber denkbar, dass viele schlechte Menschen geistig-seelisch nicht gesund sind. Wer aber entscheidet, welches die schlechten Menschen sind und nach welchen Maßstaben täte er es? Diese Probleme werden einfach zugestrichen und so ist das Aussparen der Realität widersprüchlicher Ethiken in der Welt, wie sie nun einmal existiert, das auffallendste Kennzeichen dieser Studie. Vielleicht soll mit der Darbietung einer verschwommenen, dabei vieles umfassenden Psychohygieneethik unter anderem dieses Leugnen weiterhin ermöglicht werden. Tatsächlich scheinen es die Community-Psychiater in Wahrheit darauf anzulegen, ein klares politisches Vokabular durch eine obskure psychiatrische Semantik und ein pluralistisches Moralwertesystem durch eine singularistische Psychohygieneethik zu ersetzen. Hier ein Beispiel dafür, wie das gemacht wird. Wenn sich eine soziale Gruppe einer anderen überlegen dünkt, so ist damit nach unserer Ansicht der geistig-seelischen Gesundheit beider Gruppen in keiner Weise gedient. Dann folgen ein paar kräftig vereinfachte Bemerkungen zum Problem der Farbigen in den Vereinigten Staaten. Zweifellos verdient das hier geäußerte Sentiment Bewunderung. Aber die wirklichen Probleme der Psychiatrie hängen nicht mit abstrakten Gruppen zusammen, sondern mit konkreten Individuen. Dennoch lesen wir kein Wort über tatsächliche Beziehungen zwischen Menschen, zum Beispiel zwischen Erwachsenen und Kindern, Ärzten und Patienten, Fachleuten und Kliniken, Fachleuten und Klienten. Und wir erfahren auch nichts darüber, dass die Herstellung einer funktionalen Beziehung gleicher zu gleichen das höchste Geschick, die größten Anstrengungen aller Beteiligten verlangt und dass sie dennoch in manchen Fällen ein Ding der Unmöglichkeit bleiben kann. In der Tat verrät sich der Psychohygieniker schon selbst, wenn er geistig-seelische Gesundheit und Krankheit diskutiert, so wird sein moralischer Standort noch klarer, wenn er psychiatrische Behandlungsweisen erörtert. In der Tat tritt der Psychohygiene-Apostel jetzt als Sozialingenieur im Großformat zutage. Er wird sich mit nichts weniger zufrieden geben, als mit der Lizenz zum Weltmarktexport seiner eigenen Ideologie.
Die Verfasser beginnen ihre Debatte über die Durchsetzung der Psychohygiene mit dem Hinweis auf vorhandene Widerstände und schreiben: Die Grundprinzipien des Erfolges von Versuchen zur Umgestaltung kultureller Gegebenheiten im psychohygienischen Interesse und die Risiken solcher Versuche sind für die praktische Psychohygienearbeit von großem Belang. Veränderungen in einer Gemeinschaft können von ähnlichen Umständen abhängen, wie sie im Falle des Kindes obwalten. Wir erkennen darin das uns vertraute medizinisch-psychiatrische Modell der menschlichen Beziehung wieder. Der Patient gleicht dem unwissenden Kinde und muss vom Fachmann, der der zu allem befugten Elternfigur gleicht, notfalls auch mit selbstherrlichen Mitteln und ohne Einwilligung des Schützlings beschützt werden. Der Psychohygienearbeiter, der diese Ansicht vertritt und sich in seiner Tätigkeit danach richtet, trägt seinen widerstrebenden Klienten gegenüber die Nase arg hoch. Er betrachtet sie bestenfalls als törichte, erziehungsbedürftige Kinder, schlimmstenfalls als böse Verbrecher, die es zu bessern gilt. Nur allzu oft versucht er, einen Wandel der Wertvorstellung durch Betrug mit Gewalt statt durch Wahrheit und Beispiel zu bewirken. Kurzum, er handelt anders, als er redet. Die von der Gleichheit aller ausgehende, liebevolle Einstellung zu Mitmenschen, die der Psychohygienearbeiter so emsig in die psychiatrisch unterentwickelten Gebiete der Erde exportieren will, scheint allenthalben recht knapp zu sein. Oder sollen wir vielleicht übersehen, wie es in den Vereinigten Staaten um das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz oder zwischen Psychiater und unfreiwilligem Patienten steht? Die Autoren sind zwar nicht völlig blind gegen diese Schwierigkeiten, aber offenbar auch schon zufrieden damit, dass sie solche Probleme überhaupt sehen. So schreiben sie beispielsweise, nachdem sie die Ähnlichkeiten zwischen chinesischer Gehirnwäsche und unerbetener psychiatrischer Behandlung kommentiert haben: Der Terminus Gehirnwäsche ist, mit unseligen Nebenbedeutungen befrachtet, auf die psychotherapeutische Praxis von denjenigen angewandt worden, die ihre feindlich gesonnen sind. Der Terminus Gehirnwäsche ist, mit unseligen Nebenbedeutungen befrachtet, auf die psychotherapeutische Praxis von denjenigen angewandt worden, die ihr feindlich gesonnen sind. Diese Lehre müssen sich unseres Erachtens alle zu Herzen nehmen, die an verantwortlicher Stelle für die psychiatrische Behandlung von Patienten wider deren Wille Sorgen tragen. Wer die Ziele der Psychotherapie fürchtet oder mit Missfallen betrachtet, wird die Anwendung von Zwang oder Täuschung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verwerflich finden. Der wohlgemeinte Despot, der politische wie der psychiatrische, mag sein Wohlwollen nicht angezweifelt sehen. Geschieht es doch, so greift er zur klassischen Unterdrückertaktik. Er sucht, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen und, wenn das nicht klappt, zu erniedrigen. Der Psychiater schafft das, indem er Gegner seiner Auffassungen feindlich oder geisteskrank schimpft. Und so hören wir denn hier, dass ein Feind der Psychotherapie sein müsse, wer die Ähnlichkeiten zwischen Gehirnwäsche und unfreiwilliger psychiatrischer Behandlung zugibt. Die Feststellung, diese Lehre müssen sich alle zu Herzen nehmen, die an verantwortlicher Stelle für die psychiatrische Behandlung von Patienten wider deren Willen Sorge tragen, bedarf eines Kommentars. Der hier benutzten Sprache nach zu urteilen, existieren Psychiatriepatienten in der Natur. In Wirklichkeit aber werden sie großenteils von den Psychiatern erst erschaffen. Daher gehen die Autoren auf das ärgerliche Problem der unfreiwilligen psychiatrischen Behandlung, nachdem sie es angeschnitten haben, auch nicht klar und ausführlich ein, sondern ziehen die emotionale Gesundheit und die moralischen Absichten derer in Zweifel, die das Problem kritisch zu betrachten wagen.
Dieser Widerstand gegen eine kritische Untersuchung seiner Lehren und Methoden mag für den Psychohygienearbeiter eine ähnliche Notwendigkeit sein wie für den Missionar oder den Politiker. Sie alle wollen ja letzten Endes Seelen oder Hirne erbeuten, nicht aber menschliche Probleme begreifen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wie gefährlich es ist, einen anderen Menschen verstehen zu wollen. Ein solches Bemühen birgt das Risiko, dass einem die eigenen Ansichten widerlegt, die eigenen Überzeugungen in Frage gestellt werden. Der Nachdenkliche, der bescheiden nur durch das Beispiel seines eigenen Verhaltens belehren will, muss stets bereit sein, Irrtümer zuzugeben und seine Richtung zu ändern. Das jedoch widerstrebt den Psychohygiene-Experten total. Er will nicht von seinem Wege abgehen, sondern andere von dem ihrigen abbringen. In einer vor fast 30 Jahren geschriebenen Analyse der Psychohygienebewegung hat Kinsley Davies dies und mehr zu bedenken gegeben. Zur Family Clinic bemerkte Davies, dass solche Einrichtungen keine medizinische Behandlung, sondern moralische Manipulationen anbieten. Bevor man solche Patienten heilen kann, muss man ihr Verhaltensziel ändern. Kurz, man muss sie nicht an ihre Anatomie, sondern an ihrem Wertesystem operieren. Misslich ist natürlich, dass die meisten Menschen ihre Ziele nicht ändern wollen, sie möchten sie erreichen. Die Folge: Der freiwillige Besuch in einer solchen Klinik kann nur von Klienten erwartet werden, deren Ziele den sozial gebilligten Zwecken entsprechen. Andere sorgenbeladene Personen, deren Wünsche den gutheißenden Werten zuwiderlaufen, werden ausbleiben und sich nur mit Gewalt oder durch Betrug herbeischaffen lassen. Davies wagte sogar eine Aussage, die heute wohl nur wenige riskieren würden, wenn er schreibt: Viele Patienten werden durch Vorspiegelung falscher Tatsachen in diese Kliniken gelockt. Ähnlich werden noch viel mehr Menschen in staatliche Heilanstalten und kommunale Nervenkliniken gelockt. Daher kann ich in der Community-Psychiatrie nur den abermaligen Versuch erblicken, die alte Psychohygieneindustrie wieder anzukurbeln und auszubauen. Zunächst haben wir da eine neue Werbekampagne. Die Erziehung zur Psychohygiene soll arglose Menschen als Patienten für die kommunalen Psychohygieneeinrichtungen einfangen. Nachdem ein Bedürfnis, oder in diesem Falle vielleicht nur der Anschein eines solchen, geschaffen worden ist, expandiert die Industrie, was sich darin ausdrückt, dass die Ausgaben für bestehende Nervenkliniken und Krankenhäuser sowie für die Einrichtung neuer, noch stärkerer automatisierter Fabriken mit den Namen kommunale Psychohygienezentren ständig steigen. Bevor ich meinen Überblick über die ethische Seite des Psychohygienewesens abschließe, möchte ich nur kurz beleuchten, welche Werte die Verfasser von Mental Health and Value Systems billigen. Sie sind für Wandel als solchen. Seine Richtung bleibt oft unspezifiziert. Der Erfolg der Psychohygienewerbung hängt zum Teil von der Schaffung eines Klimas ab, das Wandel begünstigt, und von der Überzeugung, dass Wandel wünschenswert und möglich ist. Und sie betonen auch, wie notwendig es sei, gewisse unbewiesene Annahmen zu prüfen, von denen allerdings keine das Wesen der Psychohygienepraxis betrifft. Vielmehr nennen sie als unbewiesene Annahmen Gedanken wie diesen: Die Mutter ist immer die beste Betreuungsperson für ihr eigenes Kind. Nach meiner Meinung müssen wir alledem aus elementarlogischen und moralischen Gründen widersprechen. Wenn Wertbegriff diskutiert und durchgesetzt werden soll, sind sie als das zu betrachten, was sie sind, nämlich moralische und nicht gesundheitliche Werte. Warum? Weil moralische Werte das rechtmäßige Anliegen aller sind und sein müssen und weil sie nicht in die besondere Kompetenz einzelner Gruppen fallen, wogegen Gesundheitswerte und besonders deren technische Verwirklichung eine Sache vornehmlich der Gesundheitsfachleute
insbesondere der Ärzte, sind und sein müssen. Als was wir sie auch bezeichnen mögen, Psychohygiene ist heute ein großes Geschäft. Das zeigt sich in jeder modernen Gesellschaft unbeschadet ihrer politischen Struktur. Ohne ein klares Verständnis des sozialen Aufbaus der Psychohygienefürsorge können wir daher auch den Kampf zwischen individualistischen und kollektivistischen Werten in der Psychiatrie nicht begreifen. So sehr es überraschen mag, in den Vereinigten Staaten untersteht die Versorgung hospitalisierter Geisteskranker zu 98% der Bundesregierung, den Regierungen der Einzelstaaten und den Bezirksbehörden. In Großbritannien sieht es genauso aus. In der Sowjetunion beläuft sich der Prozentsatz natürlich auf 100. Freilich bedarf dieses Bild hinsichtlich der Vereinigten Staaten und Großbritannien noch der Ergänzung. Bis jetzt blieb dort die Privatpraxis das, was der Name besagt: privat. Aber das bedeutet nicht, dass die stationäre Behandlung von Geisteskranken mit öffentlichen Geldern und die Betreuung ambulanter Psychiatriepatienten aus privaten Mitteln bestritten wird. Vielmehr tragen zur Finanzierung der polyklinischen Versorgung öffentliche wie private Hände bei. Nach einer Gesamtschätzung für alle Versorgungs- und Pflegeformen zusammen wird die Behandlung geisteskranker Patienten zu etwa 65% aus Steuern bezahlt und zu 35% von privaten und freiwilligen Diensten geleistet. Die drohenden Folgen des ungeheuren, sich immer mehr ausweitenden staatlichen Engagements in der Psychohygiene sind nach meinem Dafürhalten noch nicht richtig erkannt worden. Und alles, was sich aus einer staatlichen Kontrolle des Anstaltswesens an Schwierigkeiten ergibt, hängt mit logisch vorangehenden Problemen zusammen. Welches Ziel hat die gebotene psychiatrische Versorgung? Geisteskranke von ihren Leiden kurieren? Diese Antwort hilft uns nicht weiter. Welches Ziel hat die gebotene psychiatrische Versorgung? Geisteskranke von ihren Leiden kurieren. Diese Antwort hilft uns nicht weiter. Wie wir gesehen haben, bezeichnen die Begriffe Geistesgesundheit und Geisteskrankheit ethische Werte und soziale Verhaltensweisen. Folglich dient das ganze Nervenklinik-System der Durchsetzung bestimmter Werte und Verhaltensleistungen sowie der Unterdrückung anderer. Welche Werte propagiert und welche negiert werden, hängt natürlich vom Wesen der Gesellschaft ab, die den Gesundheitsdienst finanziert. Nochmals, diese Punkte sind nicht neu. Ähnliche Ansichten haben auch andere geäußert. Davis beobachtete, dass den künftigen Benutzern der Family Clinics, wie er formuliert, in dieser oder jener Weise durch Vorträge, Pressepropaganda oder distrikte Ankündigungen gesagt wird, die Klinik bestehe nur zu dem Zweck, dem Einzelnen aus seinen Nöten herauszuhelfen, während sie doch in Wirklichkeit die herrschende soziale Ordnung stützen soll. Hat sich das Individuum erst einmal in eine solche Klinik locken lassen, so wird es dort möglicherweise das Opfer weiterer Täuschungen durch eine Propaganda, die ihm einschärft, es liege in seinem eigenen Interesse, just das zu tun, was es offenbar nicht tun will, als könnte man das eigenste Interesse eines Menschen nach etwas anderem beurteilen als nach dessen eigenen Wünschen. Aus dem unfreiwilligen Charakter dieser Sorte Klinik oder Krankenhaus folgt nach Davis, und ich pflichte ihm darin bei, dass die gebotenen Dienstleistungen philanthropischer oder staatlicher Subventionen bedürfen und sich nicht durch Gewinne aus Gebühren selber tragen können. Da fernerhin ihr Zweck mehr mit der Kommune schlechthin als mit der versorgten Person identifiziert wird und da sie ihre Ziele nicht ohne Gewalt oder Täuschung zu erreichen vermag, muss sie als Arm des Gesetzes und der Regierung fungieren. Dem Einzelnen in seiner Eigenschaft als Privatperson billigen wir den Rückgriff auf Gewalt und Betrug ja nicht zu. Um Familienkonflikte durch soziales Diktat zu schlichten, braucht eine Family-Klinik daher auf lange Sicht die Macht oder zumindest den Mantel irgendeiner staatlich genehmigten Einrichtung,
die wir beispielsweise die Kirche systematisch Täuschung betreibt. Um Familienkonflikte durch soziales Diktat zu schlichten, braucht eine Family Clinic daher auf lange Sicht die Macht oder zumindest den Mantel irgendeiner staatlichen Genehmigung. Einrichtung, die, wie beispielsweise die Kirche, systematisch Täuschung betreibt. Könnte die Community eine Klinik ertragen, die mehr den Interessen des Klienten als denen der Gemeinde dienen will? Davis erwog diese Möglichkeit und verwarf sie schließlich. Denn um zu existieren, muss eine Klinik solchen Typs wie jede andere Gewalt und Täuschung anwenden. Und zwar nicht gegen den Klienten, sondern gegen die Kommune. Sie muss in den Wandelgängen der Legislative Abgeordnete bearbeiten, politische Waffen einsetzen und vor allem in der Öffentlichkeit ihre wahren Ziele leugnen. Genau das haben wir die organisierte amerikanische Psychoanalyse tun sehen. Davis erkennt, welche grundlegenden Alternativen die Psychiatrie ins Auge fassen muss, aber nicht fasst. Die individuelle Klinik würde den Standard ihres Klienten, die Klinik der anderen Art, den der Gesellschaft akzeptieren. In der Praxis ist nur der letzte Typ annehmbar, weil der Staat die Macht zur Anwendung von Gewalt und Täuschung hat. Soweit Family Clinics oder andere Psychohygieneeinrichtungen beiden Interessen gerecht zu werden suchen, wollen sie im Grunde auf zwei Pferden reiten, die in entgegengesetzte Richtungen laufen. Im Vergleich der nervenklinischen Versorgung in der Sowjetunion und in den Vereinigten Staaten stützt die Behauptung, dass die von der Psychiatrie geförderten oder unterdrückten Werte und Leistungen mit der Gesellschaft zusammenhängen, die ihre Arbeit finanziert. Das Verhältnis der Zahl der Ärzte und Krankenhausbetten zur Einwohnerzahl ist in beiden Ländern ungefähr das gleiche. Doch diese Gemeinsamkeit täuscht. In der Sowjetunion gibt es etwa 200.000 Nervenklinikbetten, in den Vereinigten Staaten etwa 750.000. Also werden in der Sowjetunion 11,2% und in den USA 46,4% der Krankenhausbetten mit psychiatrischen Patienten belegt. Ich möchte hier anmerken, dass dieses Buch 1968 geschrieben ist und man sich denken kann, dass sich diese Zahlen vervielfältigt haben. Dieser Unterschied lässt sich am besten aus bestimmten sozial- und psychiatriepolitischen Gegebenheiten erklären, die die Hospitalisierung Geisteskranker in Amerika begünstigen, in der Sowjetunion dagegen bremsen. Überdies liegt in der Sowjetunion das Schwergewicht der psychiatrischen Behandlung auf der Zwangsarbeit, bei uns indessen auf dem erzwungenen Müßiggang. Die Russen zwingen Psychiatriepatienten zu produktiver Arbeit, wir zwingen sie zu Konsum. Es ist kaum wahrscheinlich, dass diese therapeutischen Akzente nichts mit dem chronischen Arbeitskräftemangel in Russland und unserem chronischen Überfluss an Arbeitskräften zu tun haben sollten. In der Sowjetunion unterscheidet sich die Arbeitstherapie von der normalen Arbeit darin, dass sich erstere unter den Auspizien einer psychiatrischen Einrichtung, letztere dagegen unter denen einer Fabrik oder eines landwirtschaftlichen Produktionsbetriebes vollzieht. Auch wird der russische Verbrecher, wir haben es im Fall Josef Brodsky gesehen, zur Arbeit verurteilt, nicht zum Müßiggang oder zu Pseudotätigkeit, wie sein amerikanisches Gegenstück. Dies alles hat im Wesentlichen zwei Ausgangspunkte, nämlich erstens die sowjetische sozialpolitische Theorie, dass produktive Arbeit sowohl für die Gesellschaft als auch für den Einzelnen gut sei, und zweitens den sozioökonomischen Umstand in der Sowjetunion, dass dort in einem System von Mammutbürokratien, in dem die notwendigen Kontrollen und Gegengewichte fehlen, immer mehr Menschen zur Verrichtung von immer weniger Arbeit benötigt werden.
daher der chronische Mangel an Arbeitskräften in der Sowjetunion. Folglich hält man dort die Menschen lieber an ihrem Arbeitsplatz fest, statt sie in Heilanstalten zu stecken. Wer auf seinem Posten nicht mehr geduldet wird, muss in ambulanten psychiatrischen Kliniken arbeiten, wo die Patienten den ganzen Tag emsig schlafen können. In den 30er Jahren, auf dem Höhepunkt des Stalinismus, entwickelte sich eine kritiklose Leidenschaft für die Arbeitstherapie, der zufolge die Hospitäler eher Industriebetrieben glichen. Es liegt auf der Hand, dass der Unterschied zwischen Arbeitstherapie und normaler Arbeit in Russland derselbe ist wie zwischen der Anstaltsunterbringung krimineller, geisteskranker und der Gefängnishaft im Westen. Viele sowjetische Krankenhauswerkstätten, erfahren wir, funktionieren im Grunde wie regelrechte Fabrikabteilungen. Sie halten ihre leicht Behinderten, indessen produktiven Patienten auf unbegrenzte Zeit fest, zahlen ihnen reguläre Löhne und lassen sie täglich zur Arbeit kommen und wieder nach Hause fahren, als seien sie bei ihnen fest angestellt. Es sind Fälle bekannt, dass Leiter die ihnen unterstehenden Werkstätten zu ihrem privaten Gewinn ausgenutzt haben. In den Vereinigten Staaten befinden sich die Produktionsmittel gewöhnlich nicht im Besitz oder unter der Kontrolle des Staates. Die Warenproduktion und die meisten Dienstleistungen liegen in den Händen von Privatpersonen oder Privatgruppen. Ließe die Regierung ihre pflegebefohlenen Güter herstellen oder Dienstleistungen erbringen, würde sich ein problematischer Wettbewerb mit dem privaten Sektor ergeben. Dieses Problem entstand erstmals im Zusammenhang mit Gefängnissen und kommt jetzt im Umfeld der Psychohygieneeinrichtungen auf uns zu. Die Aktionäre oder die Beschäftigten der General Motors Corporation wären alles andere als beglückt, wenn die amerikanische Regierung die Insassen von Bundeshaftanstalten zur Automobilproduktion einsetzen würde. Daher dürfen Häftlinge in den Vereinigten Staaten lediglich Nummernschilder anfertigen und Insassen von Nervenkliniken weiter nichts als Korridore fegen oder Küchenarbeiten verrichten. Ich will damit ganz einfach sagen, anders als in der Sowjetunion ist das sozioökonomische Hauptproblem in den Vereinigten Staaten ein Überangebot, keine Knappheit an Konsumgütern. Ebenso haben wir einen Überfluss, aber keinen Mangel an produktiven Arbeitskräften. So kommt es zu unserer wohlbekannten chronischen Arbeitslosigkeit, die die Zahl der Erwerbslosen kaum je unter 5% sinken lässt, wobei noch viele arbeitsfähige ältere Menschen unberücksichtigt bleiben. Demgemäß wird in amerikanischen Nervenkliniken sinnvolle produktive Tätigkeit nicht gefördert und nötigenfalls sogar mit Gewalt verhindert. Statt wie die Russen die Zwangsarbeit definieren wir erzwungene Faulheit als Therapie. Erlaubt oder gefördert wird einzig und allein die in den Krankenhauswerkstätten und für den technischen Anstaltbetrieb unentbehrliche Arbeit und auch in dieser Kategorie nur solche, die mit der Privatwirtschaft nicht konkurrieren. Wie ich schon vor einiger Zeit zu bedenken gegeben habe, erfüllt die Hospitalisierung Geisteskranker in den Vereinigten Staaten eine doppelte sozioökonomische Funktion. Erstens, indem es Insassen von Heil- und Pflegeanstalten als arbeitsunfähig definiert und oft nach der Entlassung am Arbeiten hindert, trägt das psychohygienische Betreuungswesen zum Abbau unseres nationalen Arbeitslosenreservoirs bei. Und so werden viele Menschen nicht als sozial untauglich oder erwerbslos, sondern als geisteskrank rubriziert. Zweitens hilft das psychohygienische Betreuungswesen dadurch, Arbeitsplätze zu schaffen, dass es eine riesige Organisation von Nervenkliniken und angeschlossenen Einrichtungen entstehen lässt, die in der Tat schon eine atemberaubende Fülle von Pöstchen im psychiatrischen und parapsychiatrischen Bereich zu besetzen hat. Infolgedessen bedrohen uns massive Kürzungen der Mittel für die Psychohygiene-Bürokratie mit den gleichen wirtschaftlichen Störungen wie Abstriche am Verteidigungsetat und sind vielleicht ebenso undenkbar. Mir will daher scheinen,
dass wir im Widerspruch zu den oft wiederholten Propagandaphrasen über die hohen Kosten der Geisteskrankheit ein geradezu hinterlistiges ökonomisches Interesse daran haben, solche Krankheiten fortdauern und gar zunehmen zu lassen. Angesichts grassierender Überproduktion bei gleichzeitiger Unterbeschäftigung können wir uns die Kosten für die Pflege und Betreuung hunderttausender geisteskranker Patienten samt Abhängigen offenbar leisten. Wäre es indessen wohl kostenmäßig vertretbar, sie nicht zu betreuen und damit das Arbeitslosenheer nicht nur um die sogenannten Geisteskranken, sondern auch um die Leute zu vermehren, die sich jetzt behandeln und an ihnen Forschung betreiben? Welche Ziele die Community-Psychiatrie nach außen hin auch immer verfolgen mag, ihre tatsächlichen Operationen werden sehr wahrscheinlich von sozioökonomischen und politischen Fakten und Rücksichten der hier besprochenen Art beeinflusst. Der Psychiater hat es mit menschlichen Verhaltensproblemen zu tun und wird daher in Konfliktsituationen oft zwischen dem Individuum und der Gruppe hineingezogen. Wenn wir die Psychiatrie verstehen möchten, können wir unsere Augen vor diesem Dilemma nicht verschließen. Wir müssen wissen, auf wessen Seite der Psychiater steht, auf der des Einzelnen oder der Gruppe. Verfechter der Psychohygiene-Ideologie beschreiben das Problem in anderen Begriffen. Indem sie die zwischenmenschlichen Konflikte herunterspielen, vermeiden sie, sich selbst ausdrücklich als Beauftragte entweder des Individuums oder der Gruppe festlegen zu müssen. Sie sehen sich lieber Psychohygiene verbreiten als die Interessen der einen oder anderen Partei oder den einen oder anderen moralischen Wert vertreten. Erwägungen wie diese haben mich zu dem Schluss geführt, dass das Konzept der Geisteskrankheit ein Verrat am gesunden Menschenverstand und einem ethisch geprägten Menschenbild ist. Freilich, wann immer wir über ein Konzept von Menschen sprechen, ergibt sich sogleich ein definitorisches und philosophisches Problem. Was verstehen wir unter Mensch? Der Tradition des Individualismus und Rationalismus gemäß ist für mich ein menschliches Wesen in dem Maße eine Person, in dem es freie, nicht erzwungene Entscheidungen fällt. Alles, was seine Freiheit mehrt, mehrt sein Menschtum. Alles, was seine Freiheit mindert, mindert sein Menschentum. Alles, was Freiheit mehrt, mehrt sein Menschentum. Alles, was seine Freiheit mindert, mindert sein Menschentum. Mit wachsender Freiheit, Unabhängigkeit und Verantwortung wird man zum Menschen, mit zunehmender Versklavung, Abhängigkeit und Verantwortungslosigkeit zum Ding. Heute steht unausweichlich fest, dass das Konzept der Geisteskrank ungeachtet seiner Ursprünge und Ziele der Versklavung des Menschen dient, weil es einem Menschen gestattet, ja gebietet, einem anderen seinen Willen aufzuzwingen. Wir haben gesehen, dass die Psychohygienetechniker, zumal im Rahmen eines staatlichen Psychohygienesystems, eigentlich die moralischen und sozioökonomischen Interessen des Staates waren. Das kann kaum überraschen. Welche anderen Interessen sollten sie denn vertreten? Gewiss nicht die des sogenannten Patienten, die ja oft denen des Staates zuwiderlaufen. So wird aus der heute stolz Community-Psychiatrie genannten Psychiatrie weitgehend ein Instrument zur Kontrolle des Individuums. In einer Massengesellschaft geht das am besten, indem man dem Einzelnen lediglich eine Existenz als Gruppenmitglied zubilligt, nie als Individuum. Die Gefahr liegt auf der Hand und ist auch von anderen gesehen worden. In Amerika stößt die Ideologie des Totalitarismus auf eisige Ablehnung, sobald sie im Gewande des Faschismus oder des Kommunismus auftritt. Wenn aber dieselbe Ideologie unter dem Mantel der Psychohygienebewegung propagiert wird, nimmt man sie mit offenen Armen auf. Daher erscheint es möglich, dass die Psychohygienetechnik die amerikanische Gesellschaft dort kollektivieren könnte, wo es Faschismus und Kommunismus bislang nicht geschafft haben.